So, wir sind heute hier im Popbüro Heilbronn-Franken. Wir haben den 24.03. Vierten. 4. Schatz! So, wir sind heute hier im Popbüro Heilbronn-Franken. Wir haben den 24.04. Und wir mussten heute früh raus. Wir sind um 8:30 Uhr schon hier gewesen und haben angefangen, die Guidelines für unsere EP einzuspielen. Wer nicht weiß, was Guidelines sind, das sind. Jules braucht ja irgendwas, woran er sich orientieren kann, wenn er sein Zeug einspielt. Und ja, das hat so ziemlich gedauert. Also die Guidelines, die haben wir eigentlich relativ zügig hinbekommen, Leo und ich. Wir haben dann halt, ja, es hat trotzdem bis 12 gedauert, aber 12:38 Uhr, um genau zu sein. Ja, das war sehr anstrengend, aber am Ende hat es dann doch irgendwie funktioniert, sodass Jules, der jetzt gerade beim vierten Song ist, soweit gut arbeiten kann. Ich habe gerade schon mal reingehört da drüben. Es klingt schon sehr, sehr geil. Und Der ja. macht es aber auch relativ gut. Ziemlich schnell kommt er da durch. Ja, ist brutal. Also der braucht halb so lang wie wir zwei für die Guidelines überhaupt. Ja, das ist total krass. Zu zweit hier, weil Jules gerade am Aufnehmen ist und Kadu schon um 10 gehen musste, weil er arbeiten muss. Ja, Kadu musste nämlich um 10 Uhr schon arbeiten, weil da ist da vorne an der Theresienwiese ist so eine Demonstration und der macht ja Ausbildung bei der Polizei. Der wurde jetzt also sonntags morgens auf den Plan gerufen, um mitzuarbeiten. Ja, der verpasst hier was, würde ich sagen. So, also der erste Tag vom Studio ist jetzt vorbei und ja, ich würde sagen, ich bin fertig soweit. Ich hatte eigentlich ziemlich wenig Probleme, ja, ein paar Mal mussten wir halt neu aufnehmen. Ein paar Veränderungen haben wir noch durchgenommen, aber im Großen und Ganzen bin ich eigentlich soweit fertig. Was habt ihr geändert? Zum Beispiel in One Last Time haben wir von dem Ride auf die Hi-Hat gewechselt und ja, ihr werdet es ja hören. Wir sind soweit fertig. Hey Leute, heute ist Montag, der 9. Mai und wir sind nach 2 Wochen wieder zurück im Studio. Wir sind seit circa einer Stunde ungefähr hier und jetzt ist 6:30 Uhr, nee, 6:45 Uhr abends. Kadu ist gerade offensichtlich beim Aufnehmen und beim ersten Song. Eigentlich hätte er gestern schon ran müssen, aber es hat sich um einen Tag verschoben und das Witzige daran ist, er hat bis gerade vorher noch gearbeitet. Und ja, jetzt gleich nach dem Dienst wieder ins Studio, ne? Damit es heute auch sauber läuft, haben Kado und ich letzte Woche Mittwoch extra nochmal geprobt. Und wie sich bei den Aufnahmen vom Schlagzeug, die wir bekommen haben, rausgestellt hat, hat Jules, weil er wahrscheinlich so drin war, während den Aufnahmen, hat er andere Schläge gesetzt als die, die ursprünglich geplant waren. Das heißt, Kado muss jetzt bisschen anders spielen, aber ich denke, der kriegt das so weit hin. Ich verstehe es nicht. Ja, nicht, ich hab wieder nicht, ich hab's noch mal wieder nicht, und denkst dir, fuck. Nein, du ich das muss sagen? darüber. Nein, keine Ahnung. Yep, die Probe war absolut wichtig. Servus Leute, ich habe jetzt meine ersten 330 Takes fertig. Ja. Es war richtig geil, also ich habe super durchgespielt. Einen Scheiß, nein, habe ich nicht. Nein, also wir haben jetzt drei Songs etwa fertig. Ja, den einen kann ich noch mal ein bisschen was verbessern, aber naja. Es war am Anfang echt cool, irgendwann wurde es richtig ätzend. Ja.
Und sonst, ja, jetzt habe ich noch zwei weitere Teile, wo ich aufnehmen darf. Es wird richtig geil, vielleicht klappt es nächstes Mal nochmal besser. Okay, was heißt nochmal besser? Wenn schlechter klappt, wäre scheiße. Ja, also, bis dann.